lerne das Einfachste. Für die, deren Zeit gekommen ist, ist es nie zu spät. Wer Nina Hagen nur von ihren Hits Du hast den Farbfilm vergessen oder TV-Klotzer kennt, der sollte unbedingt mal ein Konzert von ihr besuchen. Wir taten es und erlebten eine Nina Hagen, die zwar immer noch exzentrisch gekleidet und frisiert auf die Bühne kommt, die aber viel mehr zu sagen hat, als gemeinhin viele Leute denken. Sie ist nicht der Freak, den viele erwarten, der in Talkshows für Radau sorgt. In Wirklichkeit ist sie eine Person, die sich sehr mit der Geschichte und der Entwicklung der Musik auseinandersetzt. Sie wühlt geradezu besessen in den Archivbeständen des großen Dramatikers Bert Brecht und vertont dann seine Stücke, sodass die auch noch rockig klingen. Lerne Frau in der Küche, lerne 60-Jährige, du musst die Führung übernehmen. Nina Hagen wehrt sich auch dagegen, dass der SED-Staat sich immer auf Bert Brecht berufen hat. Bertolt Brecht hat gesagt, er war nie Mitglied in einer kommunistischen Organisation und er war auch nie Mitglied in der SED. Mhm. Bertolt Brecht ist ein Humanist, das kannst du schon so sagen, aber er hat auch einen christlichen Background. Das kannst du nicht wegpalavern. Du musst die Führung übernehmen. Du musst die Führung übernehmen. Lerne man im Asyl. In jungen Jahren, so erzählt sie dem Publikum, habe sie in der Nachbarschaft des Berliner Ensembles gewohnt und die Vorstellungen im Theater am Schiffbauerdamm mit Hilmar Tate besucht. Die Welt des Schauspiels und des Gesangs hat die junge Nina schon sehr früh in den Bann gezogen. Sie soll, so heißt es, beim Lebensgefährten ihrer Mutter Eva Maria Hagen, Wolf Biermann, das Gitarrespielen erlernt haben. Zum Schauspielstudium wurde sie nicht zugelassen, wegen der Verbindung ihrer Mutter zu Biermann, sippenhaft in der DDR, was dazu führte, dass sie den sozialistischen Einheitsstaat verließ und Weltbürgerin wurde. In den USA hat sie viele Freunde gefunden. Ihre jetzige Band ist auch mit Musikern aus den Staaten besetzt. Amerikanische Songs sind immer in ihrem Programm. Bang, bang, bang. Make love, not war. Die frühe amerikanische Folk- und Blues-Szene hat die Künstlerin immer begeistert. Vorbilder sind hier Janis Martin oder Joan Baez. Der Rock'n'Roll ist für sie nicht mit Elvis geboren. Das versucht sie im Konzert zu vermitteln. Vom Mainstream hat sie sich schon lange losgesagt. Sie will sich künstlerisch entwickeln und so geht sie auch ihre neuen Projekte an. Wir arbeiten ja weiter an verschiedenen neuen Albums. Ein Brecht-Album wird entstehen. Ein Rock- und Pop-Album. Und auch mit einer holländischen Conglomeration werden wir zusammen was machen. Die überzeugte Christin ist aber bis heute immer eine Botschafterin für einen guten Zweck geblieben. Sie hat ein großes Herz und deswegen hat sie sich an dem Abend in Potsdam auch bereit erklärt, bei einer Charity-Aktion für krebskranke Kinder mitzumachen. Mit viel Pathos und innerer Herzenswärme hat sie ein großes Herz für die Kinder bemalt und beschriftet. Dabei will sie deutlich machen, was Liebe alles bewirken und welche Macht Liebe ausüben kann. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer sich lieb hat, wer da nicht von ablässt, immer in der Liebe zu bleiben, nicht niemand nix und niemand zu hassen, sondern zu zerlieben sozusagen, der bleibt auf sicherem Grund, weil Gott die Liebe ist. Stell mal vor, Gott ist nicht die Liebe, denn dann hätten ja all die Terroristen recht mit dem, was sie tun, wenn Gott der Hass wäre. Es ist Krieg, oh Gottes Engel wäre, und rede du da rein. Es ist leider Krieg, und ich begehre. Nina ist immer auf der Suche, rastlos blättert sie bei namhaften Autoren und wird fündig. So entdeckt sie Matthias Claudius als Verbündeten im Kampf gegen die Kriegstreiber. Es ist leider Krieg, es ist Krieg und ich begehre nicht schuld daran zu sein.
Von Theodor Fontane gräbt sie ein Afghanistan-Gedicht aus und schließlich spricht sie auch das Altersthema an und erzählt dem Publikum, dass ihre Verkleidung indianischen Ursprungs wäre, da sie Botschafterin eines indianischen Konzils der Weltältesten sei. Der Tod ist für Nina Hagen nur eine andere Form des Weiterlebens. Ja, damit lebe ich schon mein ganzes Leben. Mit der Voraussicht, dass dieser Körper sterben wird, aber der wird verwandelt werden. Und wir kriegen ein neues Kleid. Wir sollen sogar weiße Klamotten bekommen, die dann auch nie wieder dreckig werden, habe ich mir sagen lassen. Wenn ich selber weiß, weißt du nicht. Und dann erzählt sie auch noch ein Stück Familiengeschichte von ihrem Großvater, der im KZ kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges umkam. Und diese Geschichte führt dann bis in die Potsdamer Villa Hagen ihres Urgroßvaters Karl Hagen. Sie ist einfach einzigartig, die Nina Hagen. Schön, dass wir sie haben. Wie auch immer du bist, die Führung übernehmen. Du musst die Führung übernehmen für dein Leben. Du musst die Führung übernehmen. Oh yeah. Thank you.